Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon, unserem interaktiven Let's Play. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Eisen. Wir nehmen das. Wir haben zu wenig Eisen. Wir bräuchten 8 Eisen. Genau. Den tue ich auch mal hier hin. Den hier. Und dann werden wir Eisen suchen. Danke, dass du mich nicht angegriffen hast. Oh, das ist auch so ein Starter-Pokémon. Da haben wir, glaube ich, schon mal gefunden. So, wir müssen hier runter und mehr Eisen finden und Diamanten vielleicht noch. Ja. Um dann ein Amboss herzustellen, damit wir Pokémon herstellen können, also Pokébälle herstellen können. Und wir haben einen Stollen mit sehr viel Eisen. Ist das nicht super? Das ist doch mal wahnsinnig toll. So, einfach nur alles Eisen. Kohle könnten wir auch noch ein bisschen brauchen. Nehmen wir mit. Ein bisschen. So, das reicht. Hier auch. Oh, einen großen Raum. Gold haben wir noch ein bisschen. Also das lohnt sich mal riesig. Also, da sieht man alle Erze öffentlich. Das ist prima. Haben wir hier auch irgendwo hier fliegende Schienen? Kisten? Nein, hier nicht. Ich muss das hier hin tun, dann weiß ich eben, in welche Richtung ich gehen muss. Wir könnten mal hier schauen. Ne, ist nichts. So. Okay, ist nix. Müssen wahrscheinlich wieder hoch. Ja. Okay, hier geht's nirgends hoch. Oh, nicht in die Lava. Die möchte ich auch gerne weghaben, aber ohne, dass sie verschwindet. So, genau. Da könnten wir noch ein paar von den Säulen mitnehmen. Ja, und wenn wir jetzt gerade hier so viele Ding haben. Schienen haben einen Zugverkehr oder so, könnten wir dann auch mal machen. Also, hier haben wir zum Beispiel Kohle, Kürbiskerne. Ja. Sehr gut. So, weg damit. Redstone nehmen wir auch mit. Viele Levels. So. Hier könnte man hoch. Mal schauen, was hier oben ist. Ah, Lava auch. So, ich möchte nämlich die Lava nur ungern verschwinden lassen. Nichts. Hier ist noch Gold. So. Redstone.
Dankeschön. Also, was haben wir hier? Hier ist wieder der Ausgang, genau. Also. Ja, hier nach oben. Also hier unten ist doch irgendwas. Diamanten. Ah, ich habe kein Wasser mit. Haben wir das nicht irgendwo hingetan? Ah, das haben wir in den Ding reingetan. Also ich werde es so machen, ich werde mich hier drüben durchgraben. Dann mache ich lieber ein bisschen Sicherheit. So. Ich mag es nicht so. Ah, Feuersteinschad habe ich gesehen. Bin ich jetzt viel vorsichtiger als im Survival-Mode, also wenn Monster an sind. Aber ich mag es nicht so, wenn ich da ein Pokémon nicht aufpassen müsste oder so. Und dann plötzlich sterbe, ohne dass ich es will. So, Diamanten. Okay, wo ist das? Da ist Wasser. Dann haben wir ja gleich noch ein Obsidianwurm kommen. Falsche Richtung, aber lassen wir es. So. Ja, mehr Redstones brauchen wir nicht. Redstones. Aber. Oh, hier haben wir mal Kohle. Scheinbar waren wir hier oben. Ah, das Wasser im Feld. Oh nein, das ist. Okay, hier waren wir nicht. So. Boah, noch mehr Wasser. Überall was. So. Genau. Also. Brauchen wir so viel Eisen? Nicht Eisen. Gold. Ja. Pff. Hey, erschrick mich doch noch mehr. Gold meine ich. Ich nehme mal alles mit. Ich weiß nicht, wie viel Gold wir brauchen und für was wir Gold brauchen. Da. Ja, hallo. Ganz viel. Das ist ein bisschen fast schon zu häufig. Hätten lieber ganze Steine reintun sollen in die Erze. Und noch was dir. Ja, ja. Wir sind schon recht weit plötzlich. So schnell kann es gehen. Aber ich verehre mich irgendwie wie immer mehr. Also Wahnsinn. Ja, so komme ich sicher nicht mehr raus. Okay. Ein Schweinespawn. Ein Schweinespawn. Oh Gott. Schweinespawner. Und die Farbe mache ich ja, rosarot. Rosarot. Okay, mache ich so. Pink. Also, okay, wie halt sonst. Ja, ich denke, wir gehen zurück. So. So jetzt ist es nötig, weil sonst streckt sich das Let's Play. Also, wenn ihr selber spielt und ihr findet es nervt oder so, dann ist es halt nicht so gut. Aber in einem Let's Play wäre es schon gut, wenn wir einfach dann zurückkehren, wenn wir einfach nicht mehr raus wissen wie jetzt oder so weit einfach weg sind, dass es Jahre gehen würde, bis wir wieder zurückfinden.
So, das Brot esse ich mal, damit wir volle Dings sind. Okay, noch eins, weil wir verlieren ja jetzt keinen Hunger mehr. So, der Sound kann ich wohin tun? Ich weiß noch nicht wo, aber wahrscheinlich... Nein, nicht hier. Ich werde ihn... So. Genau. Einfach eben, wenn wir Eier finden, tun wir die da rein. Mal schauen, ob dann Hühner rauskommen. Dann haben wir wenigstens etwas für die. Einfach irgendwas zu machen, jetzt so zu züchten. Ich mache eine Schaufel. Ja, wir haben keinen Stein. Toll. So. Das mal rausnehmen. So. Ja, die zwei, drei Öfen und das Ding muss ich dann noch weg umziehen. Gut. Scheint gut so zu sein. So. Ja, also. Dann machen wir mal hier die Hühner, also die Eier rein. Die Hühner sind es noch nicht. Es ist erst ein Ei, sogar. Also. Beten, beten. Nee. Also. Die Weizen können rein, raus und. Ja. Anpflanzen. Hier mal pflücken, sonst können sie nicht weiter wachsen. So. Ich möchte irgendwo, wo es viele hat, hier die rein tun und jetzt ein Amboss machen. Genau so. Amboss haben wir. Amboss machen wir hier daneben. Und jetzt müssen wir die Dinger haben. Die da. Und die. Mit dem Hammer haben wir. Ja. Mit dem Hammer kloppen wir jetzt das. Ah, Linksklick. Kaputt. Bis es nach einem Ball aussieht. Okay. Ah, es geht sogar automatisch weg dann. Okay, weiterkloppen. Ja, später brauchen wir dann einen besseren Hammer, aber momentan reicht es noch. Ah, ist gute Arbeit. Wir sind der Pokéball-Schmied Nummer 1 auf der ganzen Welt. Weil die anderen nur NPCs sind, die hier dumm herumlaufen. So, jetzt mache ich mal alles, was so mit Apikoko zu tun hat, nach oben. Und auch mit Pokémon Zeugs. Apikoko. Alles mal nach oben. Das sind Ethereum, Payback. Okay. Die lasse ich mal im Inventar. Weil jetzt müssen wir noch kurz. Jetzt müssen wir nämlich noch kurz. Hier. Hä? Die wollte ich nicht reinnehmen. So. Ja, genau. Jetzt haben wir schon 5. Wow. Also, die nächsten. Wie das aussieht. Ah,
die haben ja oben ein schwarzes Dächchen. Ha, es macht Spaß. Mal schauen, was unser erstes Pokémon wird. Wahrscheinlich ein Raupi oder so. Also wenn wir Raupi finden, dann wäre das gut, weil ich habe gerne das Meppo. Das ist noch ein recht gutes Pokémon, weil es eigentlich das erste Psycho-Pokémon ist. Und auch ein recht starkes Psycho-Pokémon ist. Und sonst, ein Hornly und Bibor ist auch gut, aber nicht so mein Typ. Also es ist physisch, Käfer, Gift glaube ich noch, ja. Und deshalb, ja, jetzt bräuchten wir noch etwas und das ist, nein, nicht Eisenkugel, Pokéball, ah, Normalknopf, okay, dazu müssen wir ein bisschen Kobel in den Ofen tun. So. Die lassen wir noch. Ich will einen Superball herstellen. Dafür machen wir hier noch die blauen rein. Für Superbälle. Gibt es noch mehr blaue? Ich hätte noch ein paar blaue gerne. Leider nicht scheinbar. Und das ist ein bisschen Lichtbug. Komischerweise. Ach, wahrscheinlich wieder Optifine. Aber eben Optifine kann nicht immer super gut sein und. Ja. So. Die in die Mitte, die oben, die unten. Pokébälle. Zwei Stück. Könnten wir noch mehr nehmen. So. Genau. Und die machen wir jetzt einfach mal kurz rein und gehen jetzt auf die Jagd. So. Verkochte Abikoko. Dann könnten wir das eigentlich schon machen. Das in die Mitte. Genau, Superballscheibe. Und jetzt die Knöpfe. Oben. Was haben wir gar? Ach, ich nehme alles rein, obwohl ich es nicht will. So, so. Und ein Super. Ah, ich muss sie zuerst. Okay. Ich mache es später, ja. Sonst komme ich nie weiter. Sonst bin ich immer der arme Glumanda Pokémon Trainer. Ja, Carbodor möchte ich nicht. Das ist ein. Was ist das da? Das andere, das ist ein Staravia, das ist ein Staraptor. Ah, ein Flagmon, okay. Ein Flagmon möchte ich nicht und das ist Level 29, das kann ich noch nicht. Ein Teddiursa, aber das ist normal, das ist nicht so spannend. Ein Taubsi könnten wir nehmen, aber... Ein Taubsi. Mit dem könnten wir fliegen, aber könnten wir mit Ding auch fliegen, mit Glurak. Okay, wir gehen wieder Richtung Spawn und schauen, ob es dort etwas gibt. Ein schönes Pokémon. Da ist ein Urtikaria. Das ist das Parachiso, ja. Parachiso, ich kenne das gar nicht, da müsst ihr mir eventuell ein bisschen etwas erzählen davon. Weil ich verstehe, glaube ich, da nicht so viel von dieser Edition. Grün nehme ich mal mit. Grün ist für welche Bälle, weiß ich gar nicht genau. Ein Knofenso könnte ich nehmen. Level 11. Charmander! Charmander! Knofenzol, Sarzenia. Ich möchte kein Sarzenia.
Sorry, aber ich möchte kein Sarzenia. Das ist nicht so mein Lieblings-Pokémon. Es ist für mich eher so ein, naja, ein armer Gegner. Nicht ein super Pokémon für mich. Hätten sie besser entwickeln, also besser, ja, entwickeln können. So, hier wird noch blau. Nehmen wir blaue mit. Rein, rein. Hier drin ist wahrscheinlich nichts. Nö. Schauen wir kurz auf die Karte. Ja, ist recht schön hier. Da ist der Tempel. Okay, gehen wir einfach mal oben durch. Okay, 22 Minuten und ja, 23 Minuten ungefähr sind wir schon aufnehmen diese Folge. Oh, ein Abra. Wenn wir das direkt irgendwie fangen können. Weil das haut ab. Teleport. Level 14 und es haut sogar jetzt schon ab. Hey, wieso sind die Pokémon manchmal so ängstlich? Wie kann ich denn die fangen? Muss ich die anschleichen? Ich probier's mal. Aber wo ist es hin? Das ist ein bisschen blöde gemacht. Also wenn jemand Einstellungen weiß, wie man das am besten machen kann, dass die nicht abhauen oder immer angreifen, kann das gerne mir mitteilen. Abitak? Wen greifst du an? Nein, mich musst du nicht angreifen. Abitak ist leider auch nicht so ein gutes Pokémon. Ja, leider bin ich ein bisschen schwach. Ich muss mit Glut angreifen. Okay, gewonnen. Level 15, eine Feder bekommen. Gut. Jo, also, müssten langsam wieder das Pokémon heilen. Wir gehen langsam wieder zurück, aber fangen eins hoffentlich bis dorthin. Ups, nicht haken. So, jetzt sind wir oben. Ja, was haben wir hier? Ein Smetbo schon. Was für ein Level? 47. Nein, ich hau ab. Ich hau ab. Das sind recht hohe Pokémon. Ein Abra, ein kleines. Ein Kadabra, kleines. Nicht Abra. Kadabra. Und dann gibt es noch Simbasala. Ah, Simsalabim. Bim, es fehlt Bim. Da ist ein Raupi. Ich möchte einen Raupi, oder? Nein, das ist kein Raupi. Ja, da nehme ich es nicht. Das Bellsprout ist wo irgendwo. Ah, das ist wieder die Sknofenser. Ja, ich bin gespannt, ob wir das finden gerade. Weil es ist schon ein bisschen Glückssache. Wäre ich auch im normalen Game, ob dort ist es wenigstens regionsbedingt, also. Dass man eben. Die könnten das auch machen hier, also das eine. Ein Wald hier, Waldbiom, kleine Pokémon hat und ein anderes große Pokémon und dann sind es immer dann in der Nähe ein großes und ein normales und ein kleines. Und dann wäre nicht immer alles durcheinander, dann könnte man eben diesen Welten ausweichen, indem die starken Pokémon sind. Pachirisu. Abra nochmals und das haut auch immer ab. Also, ja. Ich nehme hier noch ein bisschen Rosen mit, einfach so zur Verzierung. Und sollen wir doch einen Knopf hinzunehmen?
Nein, ich mag keine Knochenendes. Ich mag sie einfach nicht. Sehen schrecklich aus. Die sehen so schrecklich aus. So schrecklich sehen die aus. Ja, was wollen wir denn nehmen? Es sind immer die gleichen. Ist Pachrisus gut? Ich glaube, ich nehme ein Pachrisus. Hallo, was ist denn hier? Da ist doch nichts. Ich möchte durch. Ich kann nicht durch. Vielleicht bin ich zu fett. Charmander! Charmander! Hallo? Was ist denn Charmander! los? Wieso spackst du? Charmander! So, jetzt. Charmander! Also, Rauchwolke. Geduld. Ich nehm Kratzer. Charmander! Oh. Geduld ist zu stark. Okay. Zurück. Mann, das Fehlen geht weiter. Ja, hier ist Raupi, ja. Simperball. Das ist was, wenn Ball? Das ist wahrscheinlich, ja, Sympathieball. Der Liebesball oder wie der heißt auf Deutsch. Das ist nicht so gut. Ja, also wenn wir jetzt wieder hier hinkommen, ist Raupi natürlich wieder weg. Ah, oh, wieso ist Paris so stark mit Geduld? Also wieso ist Geduld so eine starke Attacke? Ein Raupi Level 2, das wäre doch für uns etwas. Nur Level 2. Was ist denn das da unten? Ah, das ist Lady. Was ist das für ein Ding? Smetba, ist das auch ein Boss? Ja, gelber Boss. Okay. Da ist ein Raupi. Jetzt sind überall Raupi hier. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ist das sind jetzt überall Raupis hier, als würde man die brauchen. Jetzt plötzlich. Wir haben kein Ding. Wir müssen heilen. Nehmen wir das Pokémon gleich nebenan. Das ist Raupi. Nein, das ist kein Raupi. Also nehmen wir die unten. Wo war's? Raupi, bitte. Das ist das Madpo. Aber Ladybug. aufpassen, dass es nicht irgendwie uns erwischt. Hut, Hut, Ladybug. Ladybug. Charmander. Das kämpft gegen das andere. Charmander. Ah, Mann, ich will dich nicht. Charmander. Bist denn komm? Charmander. Nein, ich will dich nicht. Charmander. Ich will keinen Käfer. Weg. Soll ich ein kleines? Nein, ich will ein großes. Ich will das da. Charmander. 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 Raupi Level 6, das ist doch gut, oder? Wann entwickelt sich Level 7? Charmander. Beutel, Pokéball. Charmander. Was? Charmander. Soll ich einen Simperball nehmen? Ich nehme einen Simper. Charmander. Charmander. Okay, danke. Ein Down Money to go. Also, das Raupi werden wir dann nächsten Part trainieren. Und jetzt möchte ich noch kurz schauen, was für Zeit das ist. Ja, also dann haben wir den Ladybug. Part geschafft. Machen wir noch kurz hier Training. Und es greift mich schon wieder Ladybug. ein Lebtier an. Charmander. Hau ab. Wir gehen jetzt hierher. Wieso spackt denn irgendwie alles heute? So, irgendwas war hier unsichtbares. Keine Ahnung, was hier war. Okay, ja, es ist halt ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht, welche Mods das sind alles.
Tut mir leid ein bisschen, aber ja. Nächsten Part kann es schon viel besser sein. Und wir schauen noch kurz in den Logan hin. Hier an und die Huti fliegen. Süß. Also, tschüss Leute. Viel Spaß mit den anderen Videos. Bye.